Willkommen. Wir wollen mit Ihnen über eine Aktion nachdenken, die die ganze Welt beschäftigt. Die Tötung des Osama Bin Laden. Es ist gut, dass keine Gewalttaten, kein Hass mehr vom meistgesuchten Terroristen der Welt angestiftet werden können. Das vorneweg. Aber nicht nur Juristen fragen jetzt, ob die erfolgreiche Kommandoaktion eine Kriegshandlung, eine Polizeiaktion mit tödlichem Ausgang oder eine illegale Hinrichtung war. Bohrende Fragen, die nicht einfach verschwinden werden, nicht verschwinden dürfen im Erfolgstaumel. Der Feind ist tot. Die ersten Reflexe. Eine sehr gute Nachricht für alle friedliebenden und freiheitlich denkenden Menschen auf der ganzen Welt. Bei mir war es auf jeden Fall ein Gefühl der Freude. Ich freue mich darüber, dass es gelungen ist, Bin Laden zu töten. 4 Tage später, das Nachdenken setzt ein. Wie weit darf man gehen im Kampf gegen die, die unsere Werte bekämpfen? Ich glaube, dass man innerhalb des Rechts einen solchen Eingriff nicht rechtfertigen kann. Innerhalb des Rechts. Es ist erstens die Verhängung einer Todesstrafe gegenüber dem Opfer dieses Angriffs. Und zum Zweiten ist es die Verhängung einer Todesstrafe ohne Verfahren. Beides lässt sich mit einer Verfassung, wie wir sie haben, nicht begründen. Was darf ein Rechtsstaat? Was ist richtig, rechtmäßig, gerecht? Da verschiebt sich was. Es gibt keine überprüfbaren Informationen. Damit bleibt unklar, ob Obamas Kommandoaktion legal oder moralisch vertretbar war. Festnahme oder Tötung? Der Wortlaut des Befehls ist bis heute nicht bekannt. Bin Laden selbst war nicht bewaffnet. Er wurde erschossen, vermutlich in den Kopf. Justice has been done. Der Gerechtigkeit wurde Genüge getan, so Obama. Barack Obama ist hierbei gleichzeitig Präsident, Befehlshaber, Ankläger und Richter. Und er hat die Hoheit über alle Informationen. Einer seit dem 19. Jahrhundert etablierten Idee von Gewaltenteilung entspricht das nicht. Diese gezielte Tötung war illegal. Sie lässt sich mit Kriegsvölkerrecht, mit humanitärem Völkerrecht als Kriegshandlung, kämpferische Maßnahme im Zusammenhang, im konkreten Zusammenhang eines Konfliktgeschehens nicht rechtfertigen. Das reduziert die ganze Geschichte auf eine Exekutionsmaßnahme. Den Gegner einfach ohne Prozess liquidieren? Das hat auch was mit Deutschland zu tun. Ein Werbevideo des Pentagon. Effizient, heimlich und beinahe unsichtbar wird der Gegner erledigt. Ferngesteuerte Drohnen nehmen Anflug auf mutmaßliche Terroristen. Genauer, auf Menschen, die die CIA als solche kennzeichnet. Die Informationen über mögliche Zielpersonen stammen auch von Partnergeheimdiensten, wie dem deutschen. Per Joystick steuern Offiziere von den USA aus unbemannte Drohnen. Auf der anderen Seite des Globus schlägt die Waffe zu. Nach US-Angaben töteten Drohnen allein in Pakistan im Jahr 2009 503 Menschen, darunter 43 Zivilisten. Unter den Getöteten ist auch mindestens ein Deutscher, der damals 20-jährige Bünyamin Erdoğan aus Wuppertal. Er wurde vom NRW-Staatsschutz überwacht als mutmaßlicher Al-Qaida-Mann. Bünyamin wurde im Oktober 2010 in Pakistan durch eine US-Drohne getötet. Die Bundesregierung schweigt bis heute darüber, ob deutsche Dienste die CIA mit Informationen über den deutschen Erdoğan versorgt haben. Wenn man davon ausgeht, dass deutsche Stellen Informationen an einen fremden Staat gegeben haben und der fremde Staat aufgrund dieser Informationen die Tötung dieses Menschen veranlasst hat, dann ist es in meinen Augen eine Beihilfe zum Mord durch die deutschen staatlichen Stellen gewesen. Wie weit darf der Rechtsstaat gehen im Kampf gegen die, die ihn vernichten wollen? Welche Mittel kann er rechtfertigen? Bei Drohneneinsätzen, weit weg und irgendwie irreal, fragen wir nicht weiter nach.
Im Kampf gegen den Terror heiligt der Zweck offenbar viele Mittel. Auch die Folter? Bisher ist es in Deutschland ausgeschlossen, Aussagen von Gefolterten bei Ermittlungen zu verwenden. Das soll sich ändern. Der stellvertretende Generalbundesanwalt Griesbaum forderte schon vor 3 Jahren mehr Spielräume für Ermittler. Auf Zeugenaussagen, so Griesbaum, die unter zweifelhaften Umständen im Ausland erzielt wurden, könne es keinen unreflektierten Verzicht geben. Für Nichtjuristen übersetzt heißt das, auch erfolterte Aussagen sind nicht mehr tabu für deutsche Ermittler. Und zur gleichen Zeit schuf die Generalbundesanwaltschaft bereits Fakten. Sie schickte einen ihrer Bundesanwälte nach Taschkent, nach Usbekistan, um einen Zeugen für einen deutschen Terrorprozess zu vernehmen. Als sei Usbekistan ein Rechtsstaat wie die Schweiz. Wer hier Kritik äußert, gilt als Terrorist und verschwindet. Usbekistan zählt zu den schlimmsten Folterstaaten und ist enger Partner Deutschlands. Und das ist diese Vernehmung. Ein Dienstzimmer im Innenministerium in Taschkent. Monitor wurde das Material zugespielt. Haben Sie auch Geld erhalten? Fragt der deutsche Staatsanwalt. Auf dem schwarzen Stuhl tippend sitzt der Chefermittler vom usbekischen Geheimdienst. Der Gefangene Sherali Azizov antwortet kurz, er habe ca. $15 pro Monat von Al-Qaida erhalten. Europäische Länder, nicht nur Deutschland, scheinen sich auf einen Geheimdienst wie den usbekischen zu verlassen. Aber wenn Sie oder ich gefoltert werden, dann sagen wir alles. Ich würde unter Folter sagen, dass meine Mutter bei Al-Qaida ist. Ein paar Stunden widersetzt man sich vielleicht, aber danach sagst du alles, was der Folterer will. Der usbekische Zeuge Azizov. Der Bundesanwalt konnte bei ihm keine Folterspuren erkennen, schreibt er uns. Doch Experten gehen davon aus, dass Azizov vorher gefoltert wurde. Nach der Vernehmung vergaßen die deutschen Behörden ihn wieder. Heute ist er tot. Seinem Vater wurde mitgeteilt, er sei im Gefängnis an Herzinfarkt gestorben. Für Oppositionelle gilt Herzinfarkt als Umschreibung für Foltertod. Der Generalbundesanwalt sagt, dass die Verwendung von möglicherweise erfolterten Aussagen, die Verwendung, nicht, dass wir das selber gemacht haben, dass das zulässig sei. Ich sage, die Verwendung von solchen Aussagen ist nicht zulässig. Also unser Folterverbot erstreckt sich gewissermaßen über unsere Grenzen hinaus, auch auf Foltersituationen, die in anderen Rechtsordnungen vorgekommen sind. Für die Gegner des Rechtsstaats soll unser Recht nicht gelten? Eine der mutmaßlichen Wachen Bin Ladens. Wir nehmen hin, dass unser Verbündeter Gegner ohne Prozess liquidiert. Wir schauen bei Folterstaaten nicht so genau hin. Um unseren Rechtsstaat zu verteidigen, hüllen wir seine Werte aus. Wir müssen uns an die rechtlichen Verfahren halten, weil wir in der Auseinandersetzung mit dem Terror in ganz hohem Maße an uns selbst gemessen werden. Insofern ist das Beispiel der Tötung von Bin Laden doch kein Erfolg? Insofern ist es kein Erfolg. Über das Ergebnis politisch brauchen wir nicht zu reden. Das wird weltweit als Erfolg empfunden. Das Verfahren kann nicht als Erfolg empfunden werden. Osama Bin Laden vor Gericht bei einem rechtsstaatlichen Prozess, da kann keine Märtyrergeschichte, keine Heldensaga entstehen. Da hätte nur ein böser alter Massenmörder gestanden, dessen Haltung und Worte die ganze Welt abstoßen. Ich erinnere an die Prozesse gegen Eichmann, Milosevic, Saddam Hussein. Der Westen hätte der Welt bewiesen, dass unsere Werte unumstößlich sind, selbst wenn der Todfeind davon profitiert. Wie sehen Sie das? Unser Forum, unsere Facebook-Seiten sind offen und telefonieren und mailen gehen auch. Nicht so einfach, zum nächsten Thema überzuleiten: Steuergerechtigkeit. Es gibt zu wenige Steuerfahnder und Betriebsprüfer. Das Personal reicht nicht hin und nicht her. Und davon profitieren insbesondere Reiche und Selbstständige. Seit Jahren mahnt der Bundesrechnungshof einen bundesweiten gleichmäßigen Steuervollzug an. Stattdessen werden regelmäßig Durchwinkewochen angeordnet. Die Beamten spotten schon. Die Sonne scheint zum Fenster rein, Haks ab, es wird schon richtig sein. Vor dem Finanzamt sind alle gleich. Ach was. Hatten Sie irgendwelche Fehlzeiten? Ja, es
Haben Sie auch den Nachweis dabei? Weil Sie wissen, durch diese neuen Identifikationsnummern hat das Finanzamt den Zugriff darauf und kann er sehen, ob Sie Arbeitslosengeld erhalten haben oder nicht. Klingt ein wenig wie ein Verhör. Doch Tava Tzatschildis vom Lohnsteuerhilfeverein ISA in München will seinen Kunden helfen, zumindest ein bisschen ihrer Lohnsteuer vom Staat zurückzuholen. Seine Kunden, das sind ganz normale Arbeitnehmer. Und die können dem Finanzamt fast nichts verheimlichen. Sie haben zwei so Bausparverträge abgeschlossen, ist das richtig? Richtig. Weil diese Daten sind ja auch seitens Ihrer Anbieter, ne, schon zum Finanzamt übermittelt worden. Okay. Das heißt, da müssen wir jetzt genau... Wie transparent ist denn der normale Steuerbürger, der auf Lohnsteuerkarte arbeitet? Der ist zu 100% Transparenz, weil sämtliche Daten, die ihn betreffen, was die steuerlichen Sachen betreffen, sei es Versicherungen, sei es Arbeitslohn, sei es Zinseinnahmen, werden alle zum Finanzamt übermittelt. In die Welt der Reichen kann das Finanzamt nicht so einfach hineinblicken. Peter Vollmer ist reich, er ist Millionär. Und er weiß, wer vermögend ist, ein Unternehmen hat. Dem muss das Finanzamt erst mal glauben, was er so als Gewinn und als Verlust angibt. Wenn ich schon mal mit Bekannten, die mehr Vermögen haben, zusammenkomme, dann ist das Thema sehr schnell beim Steuersparen angekommen. Man gibt sich gegenseitig Tipps, wie man am besten sparen kann. Ich habe so manchmal den Eindruck, Steuersparen bis hin zu Steuerhinterziehen ist geradezu ein Volkssport. Ein Volkssport, den Peter Vollmer ablehnt. Bereits in jungen Jahren hatte er reich geerbt. Seine Firmenanteile ließen das Geld immer mehr sprudeln. Einen Großteil davon steckte er in eine soziale Stiftung, die er selbst gegründet hatte. Rund 10 Millionen Euro steuersparend. Eine eigene Stiftung, Millionensummen und das über Jahre? Eigentlich Grund genug für eine Sonderprüfung des Finanzamtes, findet Vollmer selbst. Herr Vollmer, wann sind Sie zum letzten Mal sondergeprüft worden? Ich bin in meinem Leben noch nie sondergeprüft worden. Ist das schön für Sie, oder? Mir ist ein bisschen egal. Da ich steuerehrlich bin, können die mich ruhig prüfen. Aber es ist bequemer, man wird nicht geprüft. Das muss ich schon sagen. Die Erfahrung, dass das Finanzamt nicht so genau hinschaut, dürften viele Reiche teilen. Eigentlich sollen sogenannte Einkommensmillionäre regelmäßig besonders durchleuchtet werden, durch Außenprüfungen etwa. Nur die Praxis sieht anders aus, rückt nicht nur der Bundesrechnungshof seit Jahren. Die Sachsen nehmen es damit noch am genauesten. Sie prüften 2009 immerhin knapp 39% ihrer Einkommensmillionäre. Im reichen Bayern hingegen wurden nur 18% genauer unter die Lupe genommen. Und ausgerechnet in der Stadt mit den meisten Millionären waren es gerade einmal 5%. Wir haben den Eindruck, und die Zahlen zeigen das ja auch, dass in den letzten Jahren noch mal gezielt bei der Steuerverwaltung gespart worden ist, Stellen abgebaut worden sind und teilweise die Prüfquoten noch mal reduziert worden sind. Und das, obwohl der Bundesrechnungshof schon vor Jahren gesagt hat, der Vollzug in Deutschland ist gesetzeswidrig. Steuerfälle, die liegen bleiben. Bereits seit Jahren wird das Problem fehlender Steuerbeamter kritisiert. Mehrere Landesfinanzminister reagierten mit weiterem Stellenabbau. Na, es ist geradezu ein Anreiz für reiche Leute, auf auch möglicherweise krumme Art und Weise Steuern zu sparen. Jedenfalls muss man wohl nicht befürchten, dass man überprüft wird. Dieser Mann weiß, wie Steuerhinterzieher ticken. Als Steuerfahnder kann Werner Stupka nicht mit uns sprechen, aber als Steuerexperte der Gewerkschaft Verdi. Jede Prüfung eines Einkommensmillionärs hat im Schnitt über 100.000 Euro mehr Steuern erbracht. Diese Beträge gehen bei zu wenig Prüfungen natürlich für immer verloren. Bayern, Land der Berge und der Millionäre. Ein reiches Land, das sich bezogen auf die Einwohnerzahl mit die wenigsten Finanzbeamten leistet. Kein Problem, meint der verantwortliche Minister. Schließlich seien die bayerischen Prüfer im Ländervergleich besonders effizient beim Eintreiben zusätzlicher Steuern. Es gibt auch Unternehmen, die schaffen mit weniger Mitarbeitern bessere Ergebnisse. Wir setzen sehr stark auf IT-Unterstützung. Wir haben in den letzten 4 Jahren fast 400 Millionen Euro in EDV investiert. Computersysteme, die Auffälligkeiten in den Steuerakten automatisch aufspüren sollen. So rechtfertigt der Minister die dünne Personaldecke in Bayern. Nur, wie gut funktioniert dieses elektronische Risikomanagement? Es gibt in Bayern keine funktionierenden Risikomanagementsysteme im Bereich der Betriebsprüfung, im Bereich der Steuerfahndung und im Bereich der Veranlagung von Gewerbetreibenden und Freiberuflern. Es gibt nur im Bereich der Arbeitnehmereinkünfte ein funktionierendes Risikomanagementsystem. Also, trotz moderner EDV, wieder sind es vor allem die normalen Arbeitnehmer, die lückenlos kontrolliert werden, Jahr für Jahr. Anders der Umgang mit Selbstständigen und Unternehmen. Ein Beispiel. Statistisch bekommt ein mittelgroßes Unternehmen in Deutschland alle 13,7 Jahre Besuch vom Betriebsprüfer. In Bayern übrigens nur alle 15 Jahre. Steuerstraftaten sind da oft längst verjährt.
Es handelt sich bei Mittelbetrieben nicht um kleine Klitschen. Das sind Freiberufler mit einem Jahresumsatz über 4 Millionen Euro und einem steuerlichen Gewinn von 540.000 Euro. Also ganz erhebliche Beträge, die viele Jahre völlig ungeprüft bleiben. Die bayerische Hauptstadt München. Hier ist die Personallage bei der Steuerfahndung besonders dramatisch. Bereits 2007 gab es einen Alarmruf des Bayerischen Obersten Rechnungshofes. Darin heißt es: Das Personal reicht für eine sachgerechte Fallbearbeitung nicht mehr aus. Und der in München wesentlich stärker vorhandenen Wirtschaftskriminalität sei nicht ausreichend entgegengetreten worden. Gerade im Rotlichtmilieu, dem Gaststättenbereich und bei Taxiunternehmen mussten die Steuerfahnder wegen Personalmangel weitgehend blind bleiben. Das war 2007. Heute arbeiten nach Monitorrecherchen bei der völlig überlasteten Steuerfahndung in München noch weniger Fahnder als damals. Damals 109, heute 97, damals schon die Aufgaben nicht gelöst. Ist das ein haltbarer Zustand? Ich glaube, dass wir immer im Widerstreit der unterschiedlichen Interessen sind. Wir werden immer auch die Steuer organisatorisch nachziehen müssen, am Ende immer uns darauf ausrichten müssen, was sind die wesentlichen Fragestellungen, wie kann man in so einem wirtschaftsstarken Raum wie in München auch mit der Steuerverwaltung nachziehen. Wir sind auf einem guten Wege. Ob wir in allen Bereichen sofort schlagkräftig sind, wird die Zukunft zeigen. Die Zukunft also. Der Minister legt noch Wert auf die Feststellung, dass Bayern zurzeit zusätzliches Steuerpersonal ausbilde. Erst auf Nachfrage erfahren wir allerdings, zusätzliche Planstellen wird es nicht geben. Dabei rechnet sich der Einsatz von Steuerfahndern und Betriebsprüfern. 1 bis 1,5 Millionen Euro zusätzliche Steuereinnahmen bringt jeder Prüfer jährlich dem Staat. So die allgemeine Faustformel. Doch warum dann der Personalabbau in vielen Ländern? Steuervollzug ist Ländersache. Aber von 1 Million Euro, die ein Steuerfahnder eintreibt, muss sein Bundesland etwa die Hälfte direkt an den Bund abgeben. Und die reichen Länder werden nochmals zur Kasse gebeten. Rund 400.000 Euro wandern in den Länderfinanzausgleich. Das heißt, dem Land selbst bleibt nicht viel vom zusätzlichen Steuergeld. Schließlich muss der Fahnder ja auch noch bezahlt werden. Deswegen muss man diese Logik durchbrechen mit einer Bundessteuerverwaltung, damit eben gleiche Standards in allen Bundesländern gelten und dann auch der Bund, wenn er Personal einstellt, das danach ausrichten kann, ob es nötig ist, für die Durchsetzung des Steuerrechts zu sorgen. Doch da spielen die Länder nicht mit. Und so bleibt es wohl dabei. Weil dem Staat Steuerbeamte fehlen, kann er ausgerechnet bei den Reichen und bei den Unternehmen nicht immer so ganz genau hinsehen. Die sind natürlich nicht alle notorische Steuerbetrüger. Doch der Ärger über diese Praxis ist in ihren Kreisen eher die Ausnahme. Wer Interessen durchsetzen will bei Politikern, kann das mit Argumenten versuchen. Kostet oft Zeit und Energie. Wem das zu mühselig ist, betreibt Lobbyarbeit. Und wir erzählen jetzt von Lobbyarbeit, nicht von großen Geldkoffern. Nein, oft ist es eher das kleine Angebot, das für Gewogenheit sorgt. Gerade in der Lokalpolitik. Und alles ganz legal. Der Energieriese RWE kennt sich da aus. Denn viele Städte wollen jetzt dem Konzern die Stromnetze abnehmen. Und das will RWE nicht. Und so versucht der Konzern, die Dinge zu schubsen. In die richtige Richtung. Unterwegs im RWE-Stammland Nordrhein-Westfalen. Fast jeder Strommast gehört hier RWE, dem Energieriesen, noch. Denn dagegen wehren sich jetzt viele Orte. Wir besuchen Wachtendong. Der Ort hat die Energiewende geschafft. Darauf ist man hier ziemlich stolz. Wir haben 8 Windenergieanlagen, 2 Biogasanlagen und eine Unzahl von Photovoltaikanlagen. Natürlich alles private Betreiber, ganz klar. Insoweit sind wir, was die Stromproduktion angeht, autark. Im letzten Sommer dann wurden die Wachtendonker noch mutiger. Als nämlich der Konzessionsvertrag für das Stromnetz auslief, wollte das Dorf die Masten und die Leitungen von RWE zurückkaufen. Das gefiel RWE gar nicht, denn mit dem Stromnetz verdient der Konzern Millionen. Das RWE-Prinzip verunsichern. Dem Bürgermeister wurde signalisiert, den Ort vom Stromnetz zu kappen, wenn Wachtendong nicht doch bei RWE bliebe. Eigentlich lapidar, ein technischer Vorgang, aber warum wurde es in Wachtendong als Drohung aufgefasst? RWE hat die technische Notwendigkeit dargestellt, das Stromnetz zu trennen, vom alten RWE-Netz. Und es ist so empfunden worden, die kappen uns den Strom von den Ratsmitgliedern, ja. Das ist also das, was da rübergekommen ist, was man so verstanden hat.
Kommune oder Konzern, wer gewinnt das Rennen? Der Wirtschaftswissenschaftler Uwe Lepprich beschäftigt sich seit Jahren mit RWE. Er kennt die Strategien sehr genau. Seine Einschätzung? Der Moment, wo Kommunen anfangen, die Netze zurückzukaufen, ist es ein erster Schritt in Richtung Aufbau einer eigenen Stromerzeugung vor Ort. Das fürchtet das RWE. Und deswegen geht man ganz massiv dagegen vor, diesen Anfängen zu wehren. So der Experte. Und wir gucken mal, wie RWE das macht. Zweite Station, Warendorf. Das RWE-Prinzip hier, pflegen, um natürlich das Stromnetz nicht zu verlieren. Wir treffen den grünen Stadtrat Gerd Nergert. Er zeigt uns interne Unterlagen aus der CDU-Fraktion. Von 100.000 Euro Sponsoring ist da die Rede, von RWE für die Stadtkasse. Wenn das Energieunternehmen die Stromleitungen behalten darf. Und RWE habe wohl noch mehr Angebote auf Lager, sagt er. Die Lobbyarbeit der RWE heißt für uns, es werden finanzielle Angebote gemacht an die anderen Fraktionen, an die Stadtverwaltung. Die lauten zum Beispiel, wenn ihr die Gartenschau in Warendorf bekommt, könnt ihr gerne mal ein paar hunderttausend Euro für die Finanzierung kriegen. Die lauten auch in einem CDU-Papier, wir stellen euch 100.000 Euro zur Verfügung. Auch in meiner Fraktion sind Angebote gemacht worden. Des Weiteren muss man sagen, es gibt personelle Verquickungen. Der CDU-Vorsitzende ist gleichzeitig in leitender Position bei der RWE beschäftigt, führt hier auch die Verhandlungen für die RWE. Eine schmucke Landesgartenschau, da kämen ein paar hunderttausend Euro von RWE ganz recht. RWE bestreitet personelle Verquickungen und Lobbyarbeit und Sponsoring sind schließlich ganz legal, aber auch legitim. Die CDU jedenfalls will RWE. Was sagt sie zu den Vorwürfen? Diese Verknüpfung hat es meines Erachtens so nicht gegeben, dass man sagt, wenn wir etwas bekommen, dann geben wir euch. Das wäre auch völlig sachfremd. Aber es gibt doch von Ihnen selbst aus der Ratsfraktion, gibt es diese Matrix, wo 100.000 Euro Sponsoring drinsteht, wenn RWE den Zuschlag kriegt? Also es gab zwei Angebote. Ja. Nein, diese Matrix gibt es. Die ist innerhalb unserer Fraktion erstellt worden, um die Diskussion letztlich zu versachlichen. Sponsoring soll die Politik versachlichen. Die RWE-Zentrale in Essen. Hier wird die Versachlichung koordiniert. Sponsoring, das wir betreiben, befindet sich immer im Einklang mit Recht und Gesetz. Aber es wird auch schon eingesetzt, um politische Entscheidungsträger gefügig zu machen. Dieses ist so ganz bestimmt nicht der Fall. Wir haben ein Sponsoring, das auf Image einzahlt. Ein Umstand, den alle Unternehmen tätigen, nicht nur in Deutschland, sondern europaweit, weltweit. Sponsoring des RWE ist natürlich immer zielorientiert. Es ist ein Lobbyinstrument. Es geht darum, vor Ort Entscheidungsträger für sich einzunehmen, gewogen zu machen, damit bestimmte Entscheidungen, in dem Fall Verlängerung der Konzessionsverträge, auch in die richtige Richtung gehen. Das sind Summen, die sind vorher kalkuliert. Die wird man immer spielend wieder reinholen über einen solchen Konzessionsvertrag. Also insofern ist es eine ganz rationale, zielgerichtete Angelegenheit. So der Kritiker. Wir bekommen einen Hinweis. Wir sind um 15 Uhr bei Ihnen. Es geht in die Gemeinde Inden bei Köln. Dort bekommt man außer Strom auch Fernwärme von RWE. Das RWE-Prinzip hier, verknüpfen. Hella Refisch sitzt im Gemeinderat. Sie zeigt uns einen Vertrag, der ihr merkwürdig vorkommt. RWE koppelt die Versorgung mit Fernwärme einfach an das Stromnetzgeschäft. Das eine gibt es nicht ohne das andere. Da heißt es, RWE ist berechtigt, den Fernwärmevertrag mit einer Frist von 6 Monaten schriftlich vorzeitig zu kündigen, wenn ein Dritter die örtliche Stromversorgung von RWE erwirbt. Hier werden zwei verschiedene Paar Schuhe miteinander verknüpft. Da gibt es diesen Fernwärmevertrag und den Stromkonzessionsvertrag. Und ich weiß nicht, warum ein Passus im Fernwärmevertrag drin ist, der sich auf den Stromkonzessionsvertrag bezieht. Und aus unserer Sicht ist das ein Knebelungspassus. Und den möchten wir auf jeden Fall raushaben. Das ist Erpressung seitens des RWEs. Knebeln? Erpressen? Drastische Vorwürfe. RWE teilt uns schriftlich mit, weil das Fernwärmenetz so klein sei, sei die Kopplung ans Stromnetz wirtschaftlich notwendig. Weiter geht es nach Kalka am Niederrhein. Das RWE-Prinzip? Schenken. RWE steckte hier schon einmal eine herbe Niederlage ein. In den 80er Jahren beim schnellen Brüter. Das AKW ging nie ans Netz. Ja, keine zweite Pleite also. Und tatsächlich, RWE hat bei den Stromverhandlungen die Stadtverwaltung überzeugt. Der Stadtrat Willi Kunisch wundert sich allerdings, wie schnell die Stadt den Stromvertrag mit RWE verlängerte. Seine Vermutung, es lag an diesem internen Beschluss. Die Straßenbeleuchtung, Wert knapp 240.000 Euro, die kaufte RWE der Stadt einfach ab.
für satte 775.000 Euro. Wir waren damals überrascht, dass in der Vorlage der Verwaltung Alternativangebote nicht geprüft wurden, sondern man sich eindeutig fürs RWE ausgesprochen hatte. Ein ganz komisches Geschmäckle bekam die Sache, als 4 Wochen später wir den Vertrag zum Kauf des Straßenbeleuchtungsnetzes vorgelegt wurden, wo RWE über 500.000 mehr bot, als es der Buchwert war. Und in diesem Zusammenhang kann man eindeutig von mafiösen Strukturen der Verwaltung und des RWE sprechen. So die Behauptung des Stadtrates. Das Straßenbeleuchtungssystem jedenfalls gehört jetzt RWE und das Stromnetz auch. Und Kalker scheint um 500.000 Euro reicher zu sein. Die Stadt weist alle Vorwürfe zurück. Alles sei unter strikter Beachtung der maßgeblichen Rechtsvorschriften erfolgt. Zur Beschlussfassung in nicht öffentlicher Sitzung. Da könne man leider keine Angaben machen. Und RWE schreibt uns, der Preis sei angemessen. Alles angemessen, alles legal, auch in Pulheim. RWE-Prinzip hier, prozessieren. Die Stadtwerke haben die Stromleitungen übernommen, doch nun hat die Stadt 4 Verfahren gegen RWE am Hals. Es geht vor allem um den Wert des Stromnetzes. Beide Seiten wollen nicht darüber reden, laufendes Verfahren. Konzern gegen Kommunen, nun vor dem Kadi. Keine Ausnahme. Die 4 großen Energiekonzerne, insbesondere auch das RWE, versuchen natürlich über Prozesse das Verfahren in die Länge zu ziehen. In diesen Prozessen dreht es sich in erster Linie um den Kaufpreis des Netzes. Wenn der zu hoch ist, lohnt sich das nicht, der Netzrückkauf für die Kommunen. Und man hat Interesse natürlich von Seiten des RWE, das in die Länge zu ziehen, um Kommunen zu entmutigen. Denn ein solches Beispiel spricht sich rum und ist dann auch eine Drohkulisse für andere Kommunen, es gar nicht erst zu versuchen. Drohen, verunsichern, schenken. RWE verteidigt seine Interessen ganz legal und gibt im Übrigen 21 Millionen im Jahr aus. Für Sponsoring. Wir kommen zum Top-Thema dieser Tage zurück, der Tötung von Osama bin Laden. Die Tagesthemen haben sehr spannende Erkenntnisse dazu, wie die Deutschen die Kommandoaktion beurteilen. Also so viel vorweg, es gibt einige Skepsis, Sonja, aber genau wird das gleich Jörg Schönborn im Deutschland-Trend aufschlüsseln. In Pakistan jedenfalls, da warnen schon einzelne Politiker die USA davor, bloß nicht noch einmal ohne Abstimmung eine solche Aktion zu unternehmen. Alles jetzt im Anschluss. Okay, und das gibt weiteren Gesprächsstoff. Vielen Dank, Tom Boro. Halten Sie bitte mit uns Kontakt, liebe Zuschauer. Wir verdanken Ihnen oft gute Anregungen. Das nächste Politmagazin ist am Montag, Report Mainz. Und uns gibt es komplett im Internet. Zusätzlich die langen Versionen vieler Interviews. Also klicken Sie los und machen Sie es vor allem gut. Ein Podcast von WDR.de. Unter der Internetadresse podcast.wdr.de gibt es die vollständige Podcastliste und die Nutzungsbedingungen.